Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn jüngst ist das 43. Wiener Motorensymposium zu Ende gegangen. Das Wort ist hier schon einige Male gefallen und unter anderem habe ich darüber mit Uli Goffre damals gesprochen, dem damaligen Brabus Technikchef, als ich den Podcast bei ihm aufgenommen habe. Und der hat gesagt, dass er auch immer bei diesen ganzen Motorensymposien war und was ihm immer aufgefallen ist, also er schaut immer die Videos von Professor Indra und mir. Und er hat gesagt, bei den Motorensymposien ist immer am Ende eines jeden Vortrags vorsichtig schon mal die Hand von Professor Indra hochgegangen. Und er hat immer die entscheidenden Fragen gestellt, nämlich immer zu den Folien, die der Vortragende gerade gerne schnell weitergeblättert hat. Denn da wusste er genau, das ist der wunde Punkt im Vortrag. Und ich habe gehört im Vorwege, dass er dieses Jahr auch wieder beim Wiener Motorensymposium dabei war. Und jetzt bin ich gespannt, was er zu erzählen hat. Guten Morgen, Herr Professor Indra. Guten Morgen. Gute Einleitung. Waren Sie wieder unbequem dabei? Ja, es war ein tolles Symposium, weil es so eine Art Wiederauferstehung, es gab wieder Vorträge über Verbrennungsmotoren. Ah, ich dachte, es geht nur noch um Gesumme und Sound-Akustik-Generatoren von Elektroautos. Nein, und da kommen wir dann später noch drauf, wurden neue, ganz neue Verbrennungsmotoren vorgestellt. Tatsächlich? Wasserstoff mit Direktverbrennung. Okay. Und so durch die Blume hat man gehört, dass wohl alle so hintenrum auch am Verbrenner weiterarbeiten. Und das ist schön. Deswegen war dieses Symposium zumindest für mich und für viele, viele andere ein Erfolg, nachdem es ja schon Zeiten gab, wo die Medien nach dem Symposium so vor 4, 5 Jahren geschrieben hat, der Verbrennungsmotor wurde eben begraben. Aber ich kann alle beruhigen, ist noch lange nicht so weit. Okay. Wird wahrscheinlich in manchen Bereichen überhaupt nicht passieren. Also das ist wunderbar, die Beruhigung ist, glaube ich, angekommen von Ihnen. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist denn dieses Wiener Motorensymposium überhaupt? Das ist ja ein tragender Begriff, überall hört man immer davon. Ja, es ist quasi der Treffpunkt aller Automobilingenieure von der ganzen Welt. Mhm. Hat mit Abstand das größte Image. Es treffen sich da alle, die glauben, besonders wichtig zu sein. Viele Zulieferer, viele Aussteller. Und ich zeige mal am Anfang ein Bild, ja, wie das Ganze angefangen hat. Es hat angefangen 1979, da war das erste Symposium, in einem kleinen Festsaal. Dann ging es in ein Palais. In der Mitte sehen wir übrigens den Professor Lenz. Aha. Er hat das Ganze gegründet. Heute macht es der Professor Gehringer weiter und es schaut so aus, als ob er es genauso erfolgreich weitermacht wie Professor Lenz. Und dann ging es hier nach Laxenburg. In ja, ein Schloss. Sie es einen Tick höher halten? Geht das? Ja, wunderbar. Ah, ja. Ja, Schloss Laxenburg, ja. Ein Schloss südlich von Wien. Und seit 1991 sind wir hier. Das ist die berühmte Wiener Hofburg. Aha. Ein wunderbares Location für auch für viele Fremde, ein wunderbares, zwei wunderbare Säle und seitdem ist es hier. Und bisher war es so, dass es eine Ehre und Auszeichnung war, wenn man überhaupt da teilnehmen konnte, weil der Antrag so immens war. Mhm. Von der Polizei sind nur etwa 1100 Leute erlaubt, größer ist der große Saal nicht. Und man musste schon im Dezember vorher zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sich da einlochen, damit man überhaupt ein Ticket bekommen kann. Es war wirklich ein Griss. Diese Karte war immer überbucht. Und es ist so, wie gesagt, das Symposium überhaupt. Es gibt noch andere wichtige in Deutschland, Aachen, Stuttgart. In Stuttgart habe ich sogar eine freie Teilnahme bis zu meinem Lebensende. Oh, okay. Garantiert. Aber ja. Wien ist das Zentrum und da trifft man sich halt immer jedes Jahr. Und es gibt zwei Säle, den großen Festsaal, da sind dann auch immer die Plenarredner, die Keynote-Speaker und einen kleineren daneben, mhm, wo dann Fachvorträge sind. Und heuer gab es zum ersten Mal auch einen Videoraum, weil der Antrag für Vorträge ist so groß, dass man die nicht alle unterbringen konnte. Deswegen gibt es auch 25 Vorträge per Video, okay, wobei aber der Vortragende
da zur Verfügung ist und man ihn dann auch fragen kann. Okay. Also in den beiden großen Sälen gibt es ungefähr 50 Vorträge und 25 in dem Video. Und es gibt dann immer eine Ausstellung, wo die, vor allem die Zulieferfirmen, die Autofirmen, HR war keine Autofirma dabei. Tatsächlich? Nein, das ist ganz komisch, keine einzige. Ich nehme an, das wird sich wieder ändern. Und können die, vor allem die Zulieferfirmen, zeigen, was sie machen. Es sind die kompetenten Leute dabei, mit denen kann man immer sprechen. Ganz wichtig ist auch, am ersten Abend gibt es meistens einen Besuch bei einem ganz großen Heurigen, der heißt Furgasselhuber in Sievering. Gehen 1000 Leute rein und da gehen viele gerne hin, weil so in weinseliger Laune sprechen ja die Leute oft lieber und plaudern vielleicht ein paar Geheimnisse aus, was ihre Firma gerade macht. Und so kann man da auch so zwischen den Zeilen herausfinden, was sich da so alles abspielt. Da bin ich gespannt. Haben Sie die VW-Leute unter den Tisch gesoffen? Konnten Sie was rausholen? Nein, ich konnte halbwegs nicht dabei sein, so. Weil der Professor Grebe von der AVL, der hat Geburtstag gefeiert an diesem okay. Abend. Na gut. Da musste ich einfach dabei sein. Ja, aber normal ist es immer toll und schön. Und naja, und so geht dann meistens diese Veranstaltung zu Ende und alle freuen sich wieder mit vielen neuen Erkenntnissen. Mhm. Und heuer besonders auch Wertlegung auf Technologieoffenheit, diese reine Konzentration auf nur Verbrenner, da schütteln immer mehr Leute den Kopf. Da kommen wir dann noch. Auf nur Elektro, glaube ich, die Konzentration auf nur Elektro. Ne? Ja, nur Elektro. Da schütteln die meisten Leute den Kopf. Und da kommen wir noch drauf bei den Keynote-Speaker. Ja, okay. Jetzt, wo Sie sagten, die Autohersteller waren gar nicht vertreten, nur als Aussteller oder aber waren Sprecher von den Autoherstellern? Nein, nur als Aussteller. Ja, okay, vielleicht, alles klar. Vielleicht sparen Sie diese Ausstellungsflächen ja. auch nicht sehr, sie sind sehr begrenzt und kosten daher viel Geld. Und vielleicht ist das ein Grund, ja, die Firmen sparen momentan. Und, aber ich nehme an, das wird sich wieder ändern. Früher war immer Mercedes, BMW, wie alle waren, die Motorfirmen waren alle vorhanden. Okay. Das Wichtigste bei diesem Symposium ist immer, es gibt eine Eröffnungssektion, eine sogenannte Plenarsektion, wo so 3-4 Top-Leute aus der Industrie auftreten, meistens Vorstände natürlich, und eine Endsektion, auch wieder so 3-4 Keynote-Speaker. Und ich durfte da auch ein paar Mal dabei sein. Okay. Weil ich ziemlich viele Vorträge gehalten habe bei diesem Symposium und natürlich auch dadurch viele Leute kennen. Wenn man da dabei ist, dann ist es schön, weil es am zweiten Abend, es gibt ja keine Honorare, aber man will ja natürlich diesen wichtigen Leuten was Gutes tun vom Veranstalter her und die werden dann eingeladen, die Oper, die Wiener Oper, und anschließend geht es rüber zum Hotel Sacher. Da gibt es noch ein schönes Abendessen, also ein tolles Gegengeschenk für die wichtigen Leute, die da kommen. Okay. Dann immer Piech, Winterkorn, es war ziemlich VW-lastig eigentlich von der Top-Besetzung. Mhm. Aber heuer auch wieder wichtige Leute da, die erzählt haben, was ihre Firmen alles so machen. Und diese kritischen Fragen, es gibt Leute, die sagen, wenn der Indra nicht mehr kommt, dann kommen sie auch nicht mehr. Stellt keiner kritische Fragen. Und natürlich kenne ich mich gut aus in der Automobilentwicklung und kann dadurch kritische Fragen stellen. Habe ich auch heuer ganz zum Schluss gemacht. An VW, aber dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Na, da bin ich gespannt. Da haben Sie gutes Teasing gesetzt. Ja. Wenn wir anfangen damit, was heuer passiert ist in der Öffnungssektion, da gab es einen zu erwähnen. Das ist der Luca De Neo von Renault. Renault ist natürlich ein riesiger Player auf der ganzen Welt. Und der hat
das gleich klargestellt, hat gesagt, es gibt einen Plan A und dahinter verbirgt sich Elektromobilität, aber es gibt auch einen Plan B. Das heißt, da wird weiter an den Verbrennungsmotoren gearbeitet und es ist dann in der Endsektion noch interessanter geworden, weil da kam dann Gorbach, Truckchef, also Mercedes Truck, und der hat erzählt, wie das nun bei den LKWs weitergehen soll und hat ein schönes Bild gezeigt, was das ganze Portfolio ist bei Mercedes Truck. Und Gott sei Dank war das eines meiner Lieblingsthemen, unter Anführungszeichen, der LKW mit der Oberleitung. Ja, genau. Er war nicht dabei. Okay. Und deswegen habe ich ihn auch gar nicht gefragt, was er davon hält. Das ist ja absurd. Sie fahren ja auch in Deutschland rum und haben sicher schon bemerkt, dass es da zum Beispiel bei Darmstadt so Teststrecken gibt. Bei uns im Norden auch, ja. Ja, wo so hin und wieder ein LKW, der dann oben so einen Bügel hat, wie die Straßenbahn oder die Eisenbahn, aber mit zwei Leitern natürlich, Plus und Minus ungefähr. Und das halte ich für absolut unmachbar. Und deswegen hat der Herr Gorbach hoffentlich auch deswegen nicht erzählt. Aber er hat gesagt, bei den großen LKWs gibt es nichts anderes als weiterhin den Verbrennungsmotor. Mhm. Alle arbeiten auch am Verbrennungsmotor, der mit Wasserstoff betrieben wird. Also wo der Wasserstoff direkt in die Brennräume kommt, mhm, und dort als Verbrennungsmotor weiterarbeiten kann. Sehr saubere Verbrennung. Und daran arbeiten ganz viele, waren auch viele Vorträge. Und hat er auch erwähnt, und er meinte, naja, bei den kleineren Trucks oder bei den Zulieferwagen, zum Beispiel für die Stadt, da sieht er auch die Elektromobilität wichtig. Und bei den mittleren LKWs oder was immer für Transportfahrzeuge sieht er beides. Aber er hat den einzig wahren Spruch geprägt: Entscheiden wird der Kunde. Ja. Sie wissen, dass das ja auch schon lange meins ist, was ich immer sage, nur der Kunde wird es entscheiden. Es wird nicht die Autofirma entscheiden, es wird nicht die Politik entscheiden. Können es eine Zeit lang in die falsche Richtung lenken, aber zum Schluss wird es der Kunde entscheiden. Und das war eine Keynote. Und wenn man sich anschaut, LKW rein batterieelektrisch, da gibt es im Internet auch so einige Statements von Frechtern, die sagen, hört doch endlich auf mit dem Blödsinn. Weil solche LKWs, die Rendite ist ja nicht so groß bei diesen LKW-Firmen. Und die müssen ununterbrochen laufen. Die fahren praktisch Tag und Nacht und müssen eine möglichst kurze Zeit nur stehen, um wieder Sprit aufzunehmen. Und deswegen schließen die Frechter ist völlig aus, dass jemals ein LKW rein elektrisch fahren sollte. Und man braucht ja da auch Batterien, die so 3-4 Tonnen wiegen. Und diese Standzeiten vor allem fürs Aufladen sind nicht akzeptabel. Der zweite Keynote-Speaker war der Herr Markus Müller von Deutz. Deutz beschäftigt sich ja auch mit größeren Motoren und schwere LKWs und auch Offroad-Fahrzeuge. Also für den ist auch klar, dass es da den Verbrennungsmotor noch länger geben wird. Der wichtigste Redner kam zum Schluss. Das ist der Herr Ulbrich, Thomas Ulbrich von VW Vorstand Technische Entwicklung. Aber das Kuriose ist, jeder weiß, wie VW völlig sagt,
elektrisch only. Aber kurz vorher war in dem anderen Saal ein Vortrag von einem hervorragenden Engine-Engineer von VW. Und Sie kennen ja meinen Lieblingsmotor. TFSI. Sie kennen den auch, weil Sie kamen einmal nach Wien, ja, und sind mit einem Leihauto, mit einem Golf, glaube ich. Ja, ja, genau. Da waren gekommen. Ja. Da war genau der Motor drin. Und Sie haben mir noch vorgeschwärmt, wie toll dieser Motor ist. Ja, ich habe gesagt, wie wenig der verbraucht, wie erstaunlich das ist. Ja, ne? Das war, dieser Motor, der hat so alles, was ich heute auch, heute fragt mich ja keiner mehr, ob ich einen neuen Motor entwickeln soll oder darf. Nein, aber dieser Motor, der hat alles, was man heute braucht, um einen effektiven Benzinmotor zu machen. Mhm. Er hat Zylinderabschaltung. Sie haben ja auch erzählt, dass irgendwas so ein Lamperl im, genau, Auto, wenn der statt auf 4 nur auf 2 Zylindern läuft, ja, was verbrauchgünstig ist, geht natürlich nur in der Teillast, nicht an der Volllast. Er hat diesen integrierten Auspuffkrümmer. Die Zylinderabschaltung ist gemacht über Verschiebenocken. Und der integrierte Auspuffkrümmer, der nimmt so viel Temperatur aus den Abgasen raus, dass man dahinter einen Turbolader mit variabler Geometrie machen kann. Mhm. Das ist eine Technik, die kennt man vom LKW. Und da sind die Abgastemperaturen mindestens 100 Grad geringer als beim PKW, also beim, mhm, Benzinmotor. So, aber durch diese Integration des Auspuffkrümmers kommt man auch 100 Grad weiter runter. Und dieser Motor in der Summe der Eigenschaften mit wassergekühltem Ladeluftkühler, der ist ganz nah am Motorblock dran. Also ein fantastischer Motor war er eh schon. Und in diesem Vortrag wurde jetzt dieser sogenannte TSI Evo 2 vorgestellt, also die Weiterentwicklung, okay, dieses Motors. Und am Ende, da wurde noch mehr verfeinert, wurde noch sparsamer. Und am Ende dieses Vortrages hat man das weitere Potenzial aufgezeigt, das da noch in dem Verbrennungsmotor drin ist, nämlich ganz hohe Verdichtung bis 16. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich der Evo 3. Und Raumzündung, etwas, an was die ganze Welt arbeitet. Und dann natürlich die synthetischen Kraftstoffe. Und die waren auch am Motorsymposium ein ganz wichtiges Thema. Und so irgendwie kann man durchhören, dass wohl die EU hoffentlich jetzt bald aufgrund der vielen Vorschläge diese synthetischen Kraftstoffe anerkennen wird als klimaneutral. Okay. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Also VW, einen super Vortrag über neue Verbrennungsmotoren. Mhm. Und dann kam in der Schlusssektion der Herr Ulbrich und hat natürlich wieder die Elektromobilität dahingestellt. Das ist es. Und ziemlich konsequent. Naja, und dann musste ich natürlich aufstehen und den Herrn Ulbrich fragen und hat gesagt, schauen Sie, Ihr Kollege, der Herr Gorbach, der hat eben gesagt, der Kunde entscheidet. Und gewiss wird das auch beim PKW so sein, nicht nur beim LKW. Da hat er noch genickt. Und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir uns doch einmal an, was der Kunde heute schon entscheidet. Der Marktanteil reiner Elektroautos in Deutschland und Österreich bewegt sich, also der Neuverkäufe, etwa 12, 13, maximal 14%. So viel kaufen Kunden heute das Elektroauto und nicht einen Verbrenner. Und das ganze letztes Jahr war im Durchschnitt 12,7%. Und die ersten 3 Monate dieses Jahres war das ganz ähnlich. 12, 13, 14% Deutschland und Österreich. So, und dann habe ich gesagt, naja, und jetzt die Zeichen, dass es da bergauf geht, stehen ja nicht so toll, weil der Herr Habeck ja vorhat, die Förderungen zu kürzen, sowohl für die Plug-in-Hybride
als auch für die EA. Wir müssen ja sehen, dass diese 12, 13, 14%, das sind ja alles Firmenautos. Das sind ja nicht Autos, die der Otto-Normalverbraucher kauft, sondern Firmenautos, weil man dann noch einmal mehr Subventionen bekommt. So, es gibt aber nicht beliebig viele Firmen, die Firmenautos halten und so da ein großer Sprung zu erwarten ist. Dann gibt es auch immer mehr, sage ich, nicht so schöne Meldungen über Elektroautos, wie jetzt muss VW, glaube ich, wieder 50.000 Plug-in-Hybride wegen Brandgefahr zurückrufen. Es gibt schreckliche Bilder von brennenden Elektrobussen aus Paris, wo die alle zurückgerufen werden. Also die Stimmung Richtung Elektroauto kaufen ist nicht da. Und Herr Hamedner vom ÖAMTC hat in Baden-Baden auch einen Vortrag gehalten, wo man einfach Kunden befragt. Willst du ein Elektroauto kaufen? Ja, nein. Und das vergleicht über die Jahre. Und es ist eindeutig zu sehen, dass die Willigkeit, ein Elektroauto zu kaufen, nicht zu, sondern abnimmt. So, und das habe ich ihm alles erzählt. Und dann habe ich gefragt, naja, was muss denn jetzt passieren, Herr Ulbricht, damit die Leute anfangen, muss ein wahnsinniger Sprung sein, plötzlich Elektroautos zu kaufen. Die deutsche Bundesregierung hat ja gesagt, 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos auf der Straße fahren. Hehres Ziel. So, jetzt haben wir 12 Jahre Elektroautos angespart, 12 Jahre, und im Jahr 2022 haben wir noch nicht einmal 1 Million auf der Straße. Und in weiteren 8 Jahren sind es plötzlich 15 Millionen. Ein absolut unmögliches Ziel. Also, was muss denn passieren, Herr Ulbricht? Und naja, einzige Antwort, die er wusste, ist, naja, die Reichweiten werden höher und es gibt immer mehr Ladestationen. Nur, ich glaube, das wird einfach nicht reichen, weil wenn man diese Vielzahl an Elektroautos verkaufen will, dann muss man ja an den Otto-Normalverbraucher ran. Das ist der keine Garantie. Komischerweise deckt sich diese 12, 13, 14% mit der Anzahl von Hausbesitzern, die eine eigene Garage haben, die etwa ein Solardach machen können. In Österreich sind sogar ein bisschen weniger. Also die denken, naja, da fahren sie dann besonders günstig. Aber wenn man diese Vielzahl, Millionen von Elektroautos, die gerade immer, die Autozeitungen sind ja voll, weil es hauptsächlich jetzt Vorführautos gibt, die elektrisch fahren. Aber wie man die an den Mann bringt und woher soll jetzt der Schwenk kommen? Noch dazu, wenn die Förderungen reduziert werden. Und naja, seine Antwort war, wie gesagt, noch höhere Reichweiten, noch mehr Ladestationen, aber ich bin der Meinung, dass das wird nicht langen, weil dieses Produkt Elektroauto, so wie es heute ist, das ist nicht gut genug, um den Otto-Normalverbraucher zu überzeugen, das auch wirklich zu kaufen. Er kauft da etwas, was für ihn persönlich schlechter ist als das, was er hat. Und deswegen scheint sich das da so bei diesen 12-13% festzufahren. Manche sagen vielleicht 15-17%. Und das wäre dann natürlich vielleicht ganz sinnvoll, weil dann haben wir alles, dann haben wir Technologieoffenheit, wir haben Elektroautos, wir haben synthetische Kraftstoffe, wir haben Verbrenner, wir haben eine Technologieoffenheit. Aber nur zu sagen, nur elektrisch, es war auf diesem Symposium klar zu erkennen, so wirklich glaubt da keiner mehr dran. Okay, also interessant zu hören. Ja, aber ich meine, das ist ja das, wovon Sie ja auch die ganze Zeit eigentlich immer reden, diese Technologieoffenheit, die fehlt. Ne? Also ja. Elektroautos, gut und schön, meinetwegen in der Stadt oder in Ballungsräumen oder in diesen Gigacities, wo man Lademöglichkeiten hat. Ja. Ja, aber es gibt eben so viele Einsatzbereiche, wo das Elektroauto noch Blödsinn ist. Und das muss man einfach so sagen. Also mich hat da bis jetzt auch noch keine Lösung so richtig überzeugt. Und jetzt gibt es ja immer dann diesen Einwand, ja, der Wirkungsgrad, der ist bei synthetischen Kraftstoffen
schlecht. Und gerade beim Verbrennungsmotor und dann auch in Verbindung mit synthetischen Kraftstoffen. Wie gedenkt man denn damit umzugehen in Zukunft? Also wenn ich schon höre, der Wirkungsgrad vom Elektromotor ist fast 100% und der vom Verbrenner ist irgendwo bei, übrigens steigt dieser Wirkungsgrad beim Verbrenner, die neuen Verbrennungsmotoren und die neuen Technologien, die in Wien vorgestellt werden am Symposium, da gehen die alle schon so Richtung 40-50% thermischen Wirkungsgrad rauf. Also da ist immer noch viel Entwicklungspotenzial, auch bei den Verbrennern. Und man muss natürlich, das ist immer das, was fehlt, die Dinge gesamtheitlich sehen. Es muss so nichts, wenn ich einen ganz tollen Wirkungsgrad habe, aber keine Möglichkeit, Energie aufzunehmen. Ich muss ja dauernd diese Energieverteilung investieren, Ladesäulen, was auch immer. Und beim Verbrenner mit den Kraftstoffen und erst recht dann mit den synthetischen Kraftstoffen, da habe ich ja schon das Verteilernetz. Und jeder Kunde kann da in ein paar Minuten auftanken. Also, und wenn man das alles zusammen sieht, dann, und auch die Kosten, es ist ja immer, die Elektroautos werden jetzt ganz billig. Ne? Wenn man sich die neuesten Zahlen anschaut, wie die Rohstoffpreise von Lithium, Kobalt, Nickel, was man da alles für diese Batterien braucht, wie die steigen und steigen. Also da war auch nicht viel drüber zu hören, dass die Elektroautos billiger werden als zum Beispiel oder preiswerter werden als die Verbrenner. Davon war nicht viel zu hören auf diesem Motorsymposium. Ne? Also es ist ja auch erstaunlich, dass sich keiner wirklich beschäftigt mit den einfacheren, mit den kleineren Elektroautos. Weil dann natürlich die Spanne gering ist. Alle wollen dahin, wo Tesla eh schon ist. Ganz genau. Tesla hat ja auch gerade die Preise erhöht. 8.000 irgendwas Euro über Nacht. Ne? Logisch, das wird so weitergehen. Ja. Baut Audi, BMW, alle bauen diese super Elektroautos in hoher Stückzahl. Ich glaube, die werden fast alle, es gibt natürlich bei jeder Autofirma immer Kunden, die wahnsinnig affin sind zu ihrer Firma. Natürlich wird bei BMW vom neuen 7er rein elektrisch ein paar hundert oder tausend Stück verkaufen. Aber diese Kundschaft ist nicht beliebig groß. Das sind die Reichen. Mhm. Für die Reichen haben wir auch schon immer gesagt, ist Elektromobilität ein schönes Spielzeug. Und die Reichen haben natürlich auch noch den Maserati oder die S-Klasse in der Garage stehen. Also es ist ein schönes Spielzeug. Aber wie man jetzt das sinnvoll umsetzt, kleinere Elektroautos mit kleinen Batterien, möglichst wenig Rollwiderstand, Luftwiderstand, daran arbeitet wohl überhaupt keiner. VW hat sowas angedeutet für 2024, 2025. Also so quasi das Elektroauto für den Otto-Normalverbrauch. Ich meine, es gibt ja diesen Renault Zoe oder Honda, ja. Weiß nicht, wie er heißt, diese ganz kleinen Autos. Da gibt es ja schon ein paar, aber... Sind ja alles keine Stückzahlen. Da haben sie jetzt genau das Problem, dass der heute einen, sagen wir mal, Golf fährt mit Verbrenner, warum soll sich der sowas kaufen? Der parkt auf der Straße da vorm Haus. Kabel gibt es nicht. Wurde jetzt verboten übrigens. Das Legen von Aufladkabeln über den Gehsteig wurde jetzt verboten. Das haben ja einige gemacht, auch mit einem Ausleger oben drüber. Also warum soll er sich sowas antun? Und deswegen bleibt er natürlich beim Verbrenner. Und ich komme wieder dazu, dieses Produkt E-Auto, wie es heute ist, ist nicht gut genug, dass man das wirklich breitflächig, ich sage ja nicht, überhaupt nicht, aber breitflächig wird das nicht funktionieren. Ich bin fast wehmütig gewesen. Ich war jetzt gerade im Urlaub mit meiner Familie und da sind wir durch einen größeren Naturpark gefahren worden mit so einem offenen LKW. Und das war wirklich noch so eine alte Kiste. Toyota? Ja, das war, oder ein Iveco, glaube ich, war das. Aber der wirklich uralt und man hat wirklich beim Getriebe immer gemerkt, wie das gekracht hat, wenn er den nächsten Gang reingelegt hat. Und da habe ich gedacht, aber irgendwie haben solche Autos auch die Welt mobil gemacht. Ne? Also das war irgendwie, man kippt ein bisschen Diesel rein und das Ding läuft einfach irgendwie und bringt einen überall hin. Also ich glaube, die, da wo wir waren, die sind auch noch weit weg davon, überall Ladesäulen da im Urwald aufzustellen. Wie ist denn das mit dem Thema Euro 7? Das ist ja immer so das Damoklesschwert eigentlich der Autoindustrie, wo man sagt, damit ziehen sie den Stecker. Das ist ja eine große Herausforderung. Ist darüber auch gesprochen worden?
Das erfahrt man dann auf so einem Symposium, ich sage mal hinten herum. Es ist auch so wichtig, dass man die Leute da alle kennt. Ja. Und das ist eine große Community, wo sich quasi so jeder jeden kennt. Und deswegen die Leute auch immer wiederkommen, weil man da doch Dinge erfahren kann, die sehr interessant sind. Und es ist bekannt, dass alle Firmen in der Form der Abgasnachbehandlung an neuen Katalysatoren, was man da alles dazu braucht, arbeitet, um diese Euro 7-Werte zu schaffen. Mhm. Da gibt es auch Ansätze dafür, dass das funktionieren wird. Und also es sind mehr oder weniger die Asiaten sowieso. Nicht? Und Stellantis hat auch gesagt, natürlich arbeiten wir im Verbrenner weiter. Renault hier mit dem Plan B. Und der BMW-Chef hat es auch schon gesagt, es ist zurzeit eigentlich nur offiziell VW und Mercedes auf der rein elektrischen Schiene. Und ich bin gespannt, wobei man bei Mercedes ja weiß, dass die ziemlich verbandelt sind mit Chile, China. Und dort werden ja diese neuen Verbrennungsmotoren entwickelt. Also die lassen quasi außerhalb Deutschland entwickeln. Aber das Schade ist natürlich, dass in diesen klassischen Automobilfirmen in Deutschland man das Thema VW wahrscheinlich, paradoxerweise VW am ehesten, dieses Thema noch nicht aufgreift, sondern sich darauf verlässt, dass da in China, in Asien, die neuen Verbrenner entwickelt werden. Es wäre natürlich traurig, wenn dann irgendwann einmal diese Motoren aus Asien zurückgekauft werden müssen nach Deutschland. Also es geht da auch unheimlich viel an Know-how verloren. Und man kann nur hoffen, und das war zum Schluss natürlich auch die große Hoffnung bei dem Symposium, dass sich das wieder umkehrt. Und das Thema synthetische Kraftstoffe war auch ein ganz wichtiges Thema, weil man gesagt hat, ja, man sieht ja jetzt, es kommen neue Elektroautos, aber es werden immer mehr Verbrennerautos. Das heißt, der Bestand an Verbrennerautos nimmt permanent zu auf der ganzen Welt. Und an denen muss man was machen. Wenn man wirklich, man hat immer den Eindruck, die Politik will gar nichts fürs Klima machen. Die will gar nichts für den Kunden machen. Die will nur Planwirtschaft machen. Sie will nur die Elektromobilität durchdrücken. Aber wenn man wirklich was Klima machen will, dann muss man an die synthetischen Kraftstoffe ran. Nur so kann man die vorhandenen, was 1,5 Milliarden Verbrenner, die es auf der Welt gibt, LKW, PKW, alles, Flieger, Schiffe, wenn man diesen Kraftstoff dann einfüllt, und das geht ja, vielleicht kleine Anpassungen, dann tut man wirklich was fürs Klima. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema auf so einem Symposium und das klingt auch immer wieder durch. Das Wichtigste wäre, dass die EU endlich diese synthetischen Kraftstoffe anerkennt als klimaneutral. Ich glaube, dann geht das ganz von selber, weil das ein Business Case werden will. Und es gibt ja auch das gute Beispiel von Porsche und Siemens, die da in Chile so ein erstes Werk bauen. Also es tut sich ganz viel auf dem Thema und es wird dann natürlich sehr interessant sein, wie das dann nächstes Jahr, 2023, am Wiener Symposium ausschaut. Ich denke auch, das wird dann wieder mit 1100 Leuten total ausgebucht sein. So, für alle, die sich dafür jetzt interessieren und sagen, naja, gehe ich jetzt zum nächsten Rockkonzert oder zum Motorensymposium, was kostet eine Karte? Ja, das ist sauteuer. Ne? Die kostet 2.400 Euro. Wie viel? 2.400 Euro. Also man muss schon sehr interessiert sein. Und ich freue mich, Herr Professor Inra, dass Sie uns hier ein bisschen was darüber erzählen, was da stattgefunden hat. Nein, aber ich sage Ihnen, das ist gut angelegtes Geld. Ja. Auch für die ganzen Mitarbeiter, für die Zulieferfirmen, die da ausstellen. Auf den Ausstellungsständen stehen dann auch wieder sehr gut ausgebildete Mitarbeiter von den jeweiligen Firmen. Mhm. Und mit denen kommt man natürlich auch ins Gerede. Nicht? Und die erzählen dann, was sie machen. Und da kann man wirklich Dinge erfahren. Und deswegen sind, glaube ich, diese 2.400 Euro sehr gut angelegtes Geld, wenn die Firmen da ihre
Mitarbeiter hinschicken oder die Vorstände da persönlich kommen, wenn sie sich hin und wieder auch ein paar kritische Fragen anhören müssen von mir. Aber das ist auch wichtig für so eine Konferenz, dass da ein bisschen eine Stimmung drinnen ist. Und wenn da jeder immer nur nickt, ja, das ist, der Vorstand immer nur das sagt, was eh schon jeder weiß. Das haben die Vorstände ja schon in der eigenen Firma, die nickenden Leute. Das brauchen sie ja nicht auch noch aushalten. Aber da gab es auch zum ersten Mal eine Podiumsdiskussion. Okay. Geleitet von der Birgit Prima von Auto, Motor und Sport. Die hat das sehr gut gemacht. Aber da saß wieder einer von Porsche rum, der dort verantwortlich ist für die E-Mobilität. Ja, was soll denn der arme Kerl sagen in seiner Podiumsdiskussion? Der sagt natürlich genau das, was er sagen muss. Hm. Aber es waren auch sehr gute Teilnehmer an der Podiumsdiskussion. Also es ist eine tolle Veranstaltung und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch noch viele, viele Jahre bleiben wird. Und ich nehme an, dass nächstes Jahr das Pendel wieder noch mehr Richtung Verbrenner ausschlagen wird, weil sich diese Verkaufszahlen, die sich da manche Firmen vorstellen, dass die Kunden wirklich, die werden sich nicht realisieren lassen. Mhm. Ich glaube nicht, dass heuer diese 13-14% steigen werden. Das wird ziemlich so bleiben in dieser Größenordnung. Ja, und dann wissen wir eh, was passiert. Ne? Dann bleiben die alle auf ihren teuren Elektroautos sitzen. Und die große Gefahr ist natürlich, dass viele Kunden auch verunsichert sind und deswegen überhaupt kein Auto kaufen, sondern mit dem Verbrenner weiterfahren. Und wir wissen ja, wie lang so Verbrenner halten, locker 20, 30 Jahre. Das ist auch wieder nicht gut für die Wirtschaft. Ja, das stimmt, aber gut, momentan ist ja eh das Problem der Lieferschwierigkeit. Also da haben wir jetzt ja gerade ganz andere Probleme, sei es Kabelbäume aus entsetzlichen Gründen. Übrigens, das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Also man kann ja fast sagen, die Weltordnung hat sich seit dem 24. Februar nochmal wieder neu oder wird jetzt nochmal gerade neu zusammengewürfelt. Und wenn wir jetzt Russland sehen, die natürlich auch versuchen, ihre fossilen Brennstoffe, Gas oder Erdöl irgendwo loszuwerden und mit momentan, wie man hört, Indien dankbaren Abnehmer haben, die jetzt sehen, dass sie irgendwie günstiger an irgendwelche Rohstoffe kommen. Dem Weltklima ist das jetzt auch nicht gerade dienlich, ne? Wenn die jetzt günstiger an die fossilen Brennstoffe kommen und da quasi die Elektromobilität nochmal oder was weiß ich, die fossilen oder die synthetischen Kraftstoffe nochmal zurückgedrängt werden, dem Weltklima ist das alles nicht dienlich, ne? Ja, das ist ja auch das, was ich immer so anprangere, dass diese Batteriefertigung ja hauptsächlich in Asien stattfindet. Ne? Mhm. Und da wird für die Batteriefertigung wird natürlich der billigste Strom verwendet in China und der kommt aus Kohlekraftwerken. Mhm. Und das wird einfach negiert in dieser Beurteilung in Europa. Man sagt, das Elektroauto ist sauber. Und es ist natürlich nicht sauber, weil man muss es gesamtheitlich sehen. Man muss sehen, wie viel CO2 hat denn das Elektroauto schon, wenn es zusammengebaut wird. Und da muss man das CO2, das in China, das Klima ist global. Das ist nicht Österreich, ist nicht Deutschland, es ist global. Und wenn man wirklich was fürs Klima tun will, was Positives, dann muss man es global beurteilen. Und deswegen sind auch die synthetischen Kraftstoffe so wichtig, weil man überall was tun kann, auch mit diesen Kraftstoffen. Es gibt andere Biokraftstoffe auch. Brasilien fährt seit Jahren Tag mit Ethanol und Methanol. Die haben halt viele Felder mit Zuckerrüben und machen es daraus. Ne? Das geht ja bei uns nicht so gut. Ne? Also diese globale Betrachtung ist so wahnsinnig wichtig, wie Sie auch sagen, wenn man wirklich was fürs Klima tun will. Und das muss unsere Aufgabe sein. Egal, was man jetzt entwickelt, ob es Verbrenner sind oder Elektroautos oder LKWs, die vielleicht mit Wasserstoff fahren. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir wirklich was fürs Klima tun. Und dazu gehören natürlich auch diese synthetischen Kraftstoffe. Mhm. Gab es bei Ihren ganzen Gesprächen irgendeine Entwicklung oder irgendein technisches Detail, was Sie besonders fasziniert hat? Naja, ich komme immer wieder auf diesen VW-Motor zurück, der ist einfach perfekt. Übrigens hat GM auch einen ganz neuen Turbo, Vierzylinder-Turbo, Benziner vorgestellt. Also es tut sich da was und vor allem, das erfahrt man halt wieder zwischen den Zeilen, diese weiteren Schritte beim Verbrenner mit der hohen Verdichtung, Raumzündung,
Ja, was heißt das genau, Raumzündung eigentlich? Ja, man zündet, der Funke wird nicht ausgelöst, singulär an einer Stelle von der Zündkerze, sondern die Zündkerze sitzt praktisch in einer Kapsel drinnen. Ah, okay. Also Kapsel muss ein fettes Gemisch sein und dort wird gezündet und dann hat die so Löcher, da kommen diese Zündstrahlen so raus und dazu kann man, da kann man dann sehr magere Gemische, also Lambda 1, sehr gut zünden. Und das ist auch wieder sehr gut für den Verbrauch. Und auch für die Abgasemission. Also Da wird ganz viel dran gearbeitet. Leider, wie gesagt, hauptsächlich in Asien. Aber VW hat auch schon angedeutet, dass sie mit diesem TSM oder TSFI, dachte ich, glaube ich, oder ist das Audi? TSF, ja, das ist, glaube ich, weg. Ja. Evo. Okay. Evo-Motor dran sind und nächstes Jahr vielleicht noch nicht beim Symposium, aber in 2-3 Jahren bin ich sicher, dass dann der Evo 3 folgen wird. Und andere, wie gesagt, GM ist dabei. Ford hat er gerade angekündigt, dass sie auch noch nach 2040 ganz viele Verbrennungsmotoren bauen werden. Also diese Ankündigungen, die so 3-4 Jahre alt sind, also es sind im Symposium ganz viele dieser Elektrovorträge gab. Jetzt ist der Verbrenner tot. Davon war heuer nichts zu mehr. Also wenn der Evo-Motor bei VW rauskommt, dann lass mich breitschlagen, trotz der etwas ungewöhnlichen Touch-Bedienung und komm mit dem Motor wieder bei Ihnen vorbei. Dann testen wir ihn mal ausführlich. Wenn ich nicht schon autonom fahre, ich glaube, das war auch ein Vortragspunkt, oder? Was sagt man dazu? Ja, aber es war erstaunlich wenig und es kursierte dieses super Video von dem Flugplatz rum. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen... Ja, ich habe es gesehen. Oder, ja. Der Besitzer einer Honda Jet, also ein richtiger kleiner Jet, der wollte so ganz modern sein und hat da per Funk sich seinen Tesla auf den Flugplatz geholt, um dort, also führerlos ohne Chauffeur, um dort einzusteigen und wegzufahren. Nur der Tesla ist nicht seitlich am Flieger stehen geblieben, sondern ist voll unter den Rumpf des Fliegers hineingefahren, hat den schwer beschädigt, hat ihn auch noch so halb herumgedreht. Also, ja, das konnte ja keiner ahnen, dass das für solche Einsätze gemacht wird. Also das wird immer wieder zitiert, aber die Fachleute sagen, es wird nie ein vollautonomes Fahren geben, weil es so wahnsinnig kompliziert ist. Es gibt immer wieder Situationen, schaut, wie der Tesla da in den Flieger reinfährt. Ja. Es ist auch schon ein Tesla unter einem LKW durchgefahren, leider für die Insassen, weil er geglaubt hat, der LKW mit weißer Plane ist ein Verkehrsschild. Also es gibt so viele Situationen im Verkehr, dass das Fahren, das autonome Fahren mit einem PKW nicht machbar ist. Und solange nicht einen Flieger zum Beispiel vollautonom fliegen zu lassen, ist viel, viel einfacher als einen PKW, weil dort die Umstände viel klarer sind. Es gibt eine Landebahn, und es gibt einen Wind und man weiß alles. Und ein Zug ist überhaupt ein Kinderspiel. Ne? Also bevor die nicht alle sowieso elektrisch, also vollautonom fahren, dann wird das beim PKW nichts. Und wie gesagt, ist der Aufwand ist irre. Und immens, ne? Kosten. Ja. Diesen ganzen Sensoren und Fühlern und was man da alles braucht, ist nicht machbar. Aber es ist doch eigentlich fantastisch zu wissen, wie komplex der Mensch eigentlich ist und was der alles verarbeiten kann bei so einer Autofahrt. Und das zeigt natürlich auch, dass eigentlich im Mensch wahrscheinlich auch das größte Kraftstoffeinsparpotenzial ist. Wenn man dem erklärt, dass er die Gänge nicht ausfahren soll mit seinem AMG Mercedes in der Stadt, dann kann man, ist schon viel geholfen. Ne? Ja, und das richtige Autofahren ist unglaublich. Unser Sohn, der Ältere, hat sich jetzt einen ganz tollen BMW abgeholt, 6-Zylinder. Dem habe ich schon vor Jahrzehnten beigebracht, wie man Spaß am fährt. Der fährt mit einem Auto, das unglaublich gut geht, fährt er ganz locker unter 10 Litern. Ja. Und das ist, es sind schon in diesen Symposien, das war halt immer das Schöne von Jahr zu Jahr, wie man gesehen hat, wie die Abgas, wie die Autos immer sauberer werden, immer sparsamer werden. Und dann kam halt dieser Unterbruch mit der E-Mobilität. Aber jetzt ist das Thema saubere Verbrennung und Kosten runter, das ist halt wieder das Thema geworden und das ist gut so. Ja. Was sagen Sie denn, Mensch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was sagen Sie denn zum Verkauf von Alpina an BMW?
Naja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Hintergrund ist, dass diese Alpina-Autos teilweise über das Band von BMW gefahren sind. Und natürlich ist die Stückzahl der Alpina-Autos im Vergleich zu der Stückzahl, die dort über das Band laufen, verschwindend gering. Und da mussten da so Spezialstationen eingebaut werden, das Auto rausgenommen aus dem Band, wieder rein und Alpina-spezifische Teile dran kommen, weil wenn Alpina ein fertiges Auto bekommt, um es dann umzubauen, das kann sich nie rechnen, weil da müssen die schönen, tollen Sitze und Lenkräder und alles, was halt, oder teilweise Motoren, rausschmeißen und denen fängt man nichts mehr an. So, und ich kann verstehen, ich wusste das auch schon vorher, dass das für BMW langfristig keine Lösung ist, dass man immer wieder den normalen Taktzeit einer Produktion immer wieder unterbricht, weil es ein paar Alpiner gibt. Aber das wurde immer ausgehandelt, das läuft jetzt bis 2025. Solange kann Alpina das noch machen. Und so viel ich weiß, wurde nur der Name Alpina. Genau, ja. Die große Frage ist, was macht BMW aus dem Namen Alpina? Das weiß heute noch keiner. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dann die Firma Alp, die ist ja super ausgerüstet mit Prüfständen und Rollenprüfstand und super Ingenieure, dass die sich vielleicht einen neuen Partner suchen. Dass das dann nicht mehr BMW Alpina heißt, sondern, ich weiß nicht, Toyota Performance oder Hyundai. Ich könnte mir vorstellen, dass schon einige andere Firmen interessiert daran wären, dieses Know-how, das da drinnen steckt, um Autos weiter zu verbessern, dass die das hoffentlich nutzen werden. Also ich glaube nicht, dass es das Ende von der Firma Alpina ist. Na, ich hoffe es auch nicht, weil es sind ja doch, glaube ich, 400 Mitarbeiter, die da im Allgäu sitzen, wo jetzt ja sonst nicht so viel ist, außer Ruf vielleicht noch. Und ja, also ich würde es mir auch wünschen und ich hoffe das auch. Die wollen es ja unter dem Namen Bovensieben weiterführen und ich bin gespannt, was daraus wird. Also vielleicht wird man hier in der alten Schule ein bisschen was darüber demnächst hören. Interessante Geschichte, aber die Autos sind unglaublich gut. Ich habe so einen Test gemacht, der B5, ein Freund von mir hat sich auch so ein Auto gekauft. Die sind fantastisch gut. Und die Qualität und vor allem der Fahrkomfort, also die haben ja auch gutes Geld verdient die letzten Jahre, weil einfach das Produkt so gut ist. Und vielleicht hat auch BMW ein bisschen gestört, dass in diesem Vergleichstest, die gemeinen Autozeitungen haben jetzt, BMW hat ja selber so eine M-Abteilung, wo Performance-Autos gemacht werden. Und die gemeinen Medien haben ja sofort ein M genommen und den verglichen mit einem Alpina. Und da war es meistens so, dass der Alpina besser beurteilt wurde als die hauseigene M-Marke bei BMW. Vielleicht hat sie das auch ein bisschen gestört. Aber ich glaube, der Hauptgrund liegt in diesem Produktionsablauf, der da gestört ist, wenn man Autos immer wieder rausnimmt und reinschiebt und Teile, die müssen ja alle vorgelagert sein. Und wenn dann einmal ein Teil, ein Alpina-Teil nicht da ist und das eingebaut werden kann, das ist ja logistisch schon... Ja, das ist schon ein Riesenaufwand. Ganz schwierige Situation für BMW. Na gut. Herr Professor Indra, Mensch, das ist also dieses Wiener Motorensymposium, das würde mich auch interessieren, aber ich weiß, wenn ich da hinkommen würde, kann ich mir die Eintrittskarte nicht leisten, als Journalist kriegt man die Insidergespräche nicht mit, also Sie angewiesen. Nein, es gibt wirklich viele, viele Medienvertreter, die da regelmäßig sind. Ja, also aber die hören doch nicht die Geschichten, die Sie jetzt erzählen. Die hören doch nur das, was offiziell gesagt wird. Die müssen dann nicht die 2.400 Euro zahlen. Ich glaube, da gibt es auch Journalisten, die eingeladen sind, weil es natürlich wichtig ist, dass das, was da gesagt wurde, gezeigt wurde, auch wieder nach außen kommt. Ne? So wie wir das jetzt machen. Wir machen das über Sie. Sie sind unser alte Schule-Medium. Hier wird das breit getreten. Also ich freue mich riesig, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, dass wir darüber reden konnten. Und und ich freue mich natürlich immer wieder über Geschichten, wenn Sie aufstehen und Fragen stellen. Und dann bin ich gespannt auf nächstes Jahr, ob sich das wirklich erinnert und ob das Pendel nochmal umschlägt. Ja, ich hoffe es natürlich auch. Und wenn man diese Schritte dann sieht von Jahr zu Jahr, kann man natürlich ganz gut extrapolieren, was dann vielleicht 2024 einmal kommen wird. Also
ich bin mir sicher, dieses Elektroauto only, das werden wir dann nicht mehr erleben am Wiener Motorensymposium. So, das war das Orakel. Offenheit brauchen wir, auch am Symposium. Das Orakel von Wien hat gesprochen. Vielen Dank, Herr Professor Indra. Grüßen Sie Ihre Frau. Dankeschön. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.